Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Palworld. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, Lieben, weiter geht's. Heute machen wir einen ganz gemütlichen Tag zu Hause in der Base und werden ein wenig umbauen. Wie ihr seht, sind die Fließbänder hier vorne jetzt alle weg. Das soll ja der neue Bereich für unsere Palbetten werden. Und da habe ich auch gerade schon mal so ein bisschen probiert mit den großen Palbetten und die sind echt mal groß, die großen Palbetten. Das passt hier so nicht, wie das jetzt aufgebaut ist. Da kriegen wir gerade mal 4 Palbetten pro Seite hier rein und das reicht einfach nicht. Das heißt, damit das aufgeht, werden wir das ganze Haus nochmal ein Stück erweitern müssen, um eine Reihe nach vorne. Und damit das funktioniert, müssen wir als erstes mal kurz unsere Zuchtfarm einmal ein kleines Stück noch hier rum verschieben. Dann können wir das ganze Haus um eine Reihe weiter rausziehen und dann geht es hier vorne mit den Palbetten besser auf. Wobei dann immer noch nicht 15 Stück reinpassen, dann werden wahrscheinlich 6 Stück reinpassen pro Seite. Das heißt, wir haben dann 12 Palbetten gesamt. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar von den kleinen Palbetten irgendwo benutzen oder irgendwo oben im Haus noch ein paar von den größeren Palbetten aufstellen. Jetzt aber erstmal hier die Zuchtfarm kurz einmal abreißen und dann gleich wieder neu aufbauen. Nur ein kleines Stück eben ein bisschen versetzt. Das war hier. Jetzt stören die Bäume dahinter so ein Stück, ne? Geht aber noch. Das war hier einfach nur ein Stück weiter. Ja, ruhig noch ein Stück weiter rum. So, einmal kurz setzen. Ne, das ist, passt immer noch nicht. Ne? Wenn wir jetzt hier noch eine Reihe rausziehen. Zeig mal her. Ne, das ist, wir müssen die Bäume kurz mal wegnehmen hier. Haben wir die Axt dabei? Ja, sehr schön, dass wir das einmal ganz hier hinten ranschieben können. Können die Bäume gerne danach wieder durch die Zuchtfarm durchwachsen. Jetzt müssen wir erstmal weg hier. Dass wir die Zuchtfarm ganz an die Wand rangedreht bekommen. So, okay, das heißt, du nochmal kurz weg hier. Dann gucken wir mal von der Seite. Weil sonst geht's einfach nicht. Ich habe alles probiert oder eine Menge probiert mit den Betten, aber da passen einfach nicht genug rein da unten. Was blockiert jetzt? Zur Not stellen wir es auch vor das Tor. Wir haben auf der Seite 2 Tore, das macht nichts. Ja, ja, das sollte passen hier. Das ist genug Platz. Da können sie durch. Vor allem, obwohl, na, wenn wir hier zumachen, dann können sie wirklich nur hier durch, ne? Ah! Wie weit rum können wir die denn noch? Wir können sie eigentlich auch ganz darüber setzen, ne? Gucken wir mal. Komm nochmal weg, Zuchtfarm. Einmal ganz auf die andere Seite. Wir müssen jetzt noch ein bisschen rumprobieren hier, Leute. Das gehört auch zum Bauen dazu. Ach so, da steht jetzt der Kleinere im Weg, ne? Aber den könnten wir ja auch wegnehmen. Den könnten wir ja überall neu setzen. Der ist ja nun wirklich nicht. Nimmt ja nicht viel Platz weg. So, also. Zuchtfarm. Da ist doch noch hinten. Ah, jetzt geht's. Okay. So, da ist doch noch hinten genug Platz. Ja, super. Dann kommt die dahin. Viel besser. Und dann kommt unser zerkleinerer. Wo war der denn dabei? Hier, ne? Produktion. Da ist er. Dann kann der hier auf der Seite wunderbar stehen. Das passt doch auch. Super. Sehr schön. Dann kommt der hier hin. Und dann können wir das Gebäude ein weiter rausziehen. Müssen wir kurz die Truhe hier einmal versetzen. Zack. Holztruhe. Einmal nach hier. Kleines Stück. Ja, so geht's, Leute. So machen wir das. Das einmal alles raus hier. Und alles da rein. Super, sehr schön. Dann reißt die Truhe ab. Kann die weg. Achso, und wir sollten vielleicht mal ein paar Pals zum Arbeiten hier mit reinpacken. Hatte doch einen Handwerkstrupp schon rausgesucht. Wo sind sie da? 1, 2, 3. Super, die können mithelfen. Dann ziehen wir das Ding hier vorne wieder hoch, die Zuchtfarm. Dann kommen die Torten gleich wieder da rein. Und dann können wir das Haus nach vorne eine Reihe erweitern. Einmal kurz noch die Futterschale abgebaut. Super. So, das hier rein. Sehr schön. Du musst auch kurz weg. Und dann muss auch die Wand hier schon mal weg. Dasselbe drüben. So, okay. Super. So geht's, Leute. Zack. Ach so. Ja, mit rechts klickt, wenn man hier nacheinander bauen will. Zack, zack, zack.
Super. Okay, hier vorne ist aber immer... Das ist immer noch zu wenig Platz hier auf der Seite. Das ist immer noch zu wenig Platz auf der Seite. Mist, Leute. Wir hätten das Haus weiter nach hinten schieben müssen. Das geht so auch nicht vernünftig auf hier. Oder die Zuchtfarm muss halt hier hinten genau in der Mitte stehen. Nochmal wieder abbauen. Ja, wie gesagt, ein bisschen rumprobieren gehört ja auch dazu beim Bauen. Passt nicht alles immer beim ersten Versuch. So, dann setzen wir das Ding eben hier hinten genau in die Mitte rein. Relativ mittig, dass es gar nicht so groß an den Ecken steht. Einfach so. Blockiert zwar ein bisschen unsere beiden Tore, aber das ist egal. Gehen wir sowieso nie durch die Tür. Wir fliegen ja immer aus der Base raus. So, dann hier hin. Ja, perfekt, Leute. Jetzt haben wir an beiden Seiten auf jeden Fall genug Platz, dass alle Pals dran vorbeikommen. Kuchen hatte ich rausgenommen, ne? Ja, sehr schön. Okay, dann so. Super, dann hier. Oh, wei. Hier kurz einmal alles raus. Den weg. Schlepp dich rüber. So. Musst du da jetzt genau langfliegen? Sagt sie, ja, ich muss sogar nochmal hier langfliegen. Super, das ist das. Und dann kann jetzt hier unser Futtertrog wieder hin. Halt, hier. Einigermaßen mittig kommt er hier vorne drauf. So, sehr schön. Haben wir das auch schon wieder? Dann das, 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 das und das. Super. Okay. Dann Haus eine Reihe erweitern. Ich würde sagen, machen wir hier außen jetzt auch wieder so eine Steinecke ruhig. Ach so. Ich vergesse, was ich rechts klicken muss. Zack. 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 Und. So. Sehr schön. Drüben das gleiche. Da waren die normalen Steinwände. Jupp, super. Und damit die nicht ganz so im Halboffenen liegen, hier unsere Pals, kriegen sie auch noch eine Wand rein. Ist immer noch breit genug, der Eingang dann. So. Und den noch und... Na, will's wohl. So. Zack. Zack. Sehr schön. So, dann hauen wir da oben noch Dachteile drauf und dann kann die Kiste nochmal ein Stück versetzt werden. Obwohl, eigentlich kann sie da auch stehen bleiben, das stört nicht. Wieso könnte man noch ein drittes Bärchenfeld anlegen? Dächer. Nee, hier oben soll es ransnappen, wenn es geht. Oh ja. Ah, da sind wir auf der richtigen Höhe. So. Zack. Oh, Rechtsklick, Junge. Merkst du ja. So. Und drüben. Dann haben wir den Platz aber auch ziemlich optimal ausgenutzt hier. Na? Jep. So und so. Super. Ach nee, Moment, das ist ja Dings hier, ne? Hier brauchen wir ein Dach hier oben. Und zwar so rüber. Ja. Sehr schön. Guck mal. Passt doch. Oben noch eine Schräge rein. Na, kommen wir da ran. Ja, gerade so. Hammer. Komm schon. Spiel, lass mich da oben ran. Ja, wir können auch von Klettern aus bauen, ne? Oder? Ja. Sehr schön. So. Da dürfte jetzt genug Platz sein. Wir gucken mal. Große Palbetten. Halt, da waren sie schon. Ja, die nehmen wirklich eine Menge. Wir setzen erstmal eins in die Mitte. So.
Hand so weit nach hinten, wie es geht. Einigermaßen so mittig. Ja, eins hier. Eins hier. Super. Ah, Abbruch. Abbruch. Mission abbrechen, sofort abbrechen. Halt, hört auf zu arbeiten. Ganz wichtig vergessen, Teppiche, Leute. Erstmal Teppich unter die Dinger. Kann man ja nachträglich nicht mehr reinpacken dann. So, Teppich. Nehmen wir den. Machen wir erstmal einmal so. Zack. Ja, so, viel besser. Und da können unsere Palbetten drauf. Hier. So, nochmal. Eins in die Mitte. Ja. Sehr schön. Viel besser. Abstand ist nicht gleich, ne? Das habe ich weiter nach außen geschoben. Muss nur nochmal setzen. Halt. Geh da ran. Steh auf. Steh ja nicht mehr auf. Doch, jetzt. Alles klar, da steht nicht mehr auf. So, nochmal hier hin. Ganz so weit nach außen. So, mit ein bisschen mehr Abstand zum Rand. Oh, da drüben haben wir es auch ganz an den Rand gequetscht. Wieso ist das? Nein, auch nicht richtig. Halt, hier geblieben. Stopp, aufhören. Alle mal die Werkzeuge fallen lassen. Dann hat das irgendwie getäuscht gerade. Das sah auch aus, wenn der Abstand hier drüben viel, viel größer wäre auf der anderen Seite. Egal. So, nochmal hier hin. Und dann doch ganz an den Rand. Naja, so. Fast ganz an den Rand. So. Ja, das passt jetzt, Leute. Das passt jetzt. Muss ich auch nicht auf Millimeter genau sitzen. Nur so einigermaßen. So, dann hier das nächste. Wieder so einigermaßen mittig. So. Ah, genau von Mitte geht ja immer nicht. Zack. So, okay, 6 große Palbetten auf der Seite und 6 kriegen wir noch auf die Seite. Und da müssen wir gucken, dass wir irgendwie vielleicht wirklich noch ein paar von den kleinen wo dazwischen mogeln. Aber so finde ich das gar nicht mal schlecht. Die sehen auf jeden Fall ziemlich gemütlich aus, die Dinger. Eigentlich könnten auf dem Ding hier auch gleich mal 3 von den kleinen Pals zusammen Platz finden. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, wenn da von den kleinen Pals einfach mehrere drauf schlafen könnten auf so einem großen Bett. Aber gar nicht schlecht so. Gar nicht schlecht so. So passt es zumindest einigermaßen. Aber die sind wirklich riesig, ne? Was man da für eine Base brauchen würde, um da wirklich alles vernünftig aufzubauen. Da müsste man eigentlich das ganze, die ganze Baufläche, die man hat, müsste dann ein Haus sein. Das finde ich auch echt ein bisschen schade. Das ist eine von den Sachen, die ich wirklich ein bisschen schade finde in dem Spiel, dass die Baufläche so begrenzt ist. Durch die Größe der Palbox eben. Dass man nicht einfach frei bauen kann. Es gibt doch so viele schöne Ecken auf der Karte, wo man sich auch was aufbauen könnte dann, ne? Wenn man einfach so irgendwie an Felswänden oder auf so Felsvorsprünge und so weiter irgendwie was bauen könnte oder oben. Ja, gut, könnte man ja zum Teil auch, wenn man sich da eine Palbox eben irgendwie in die Nähe hinstellt. Aber so richtig funktioniert es nicht. Und eben, wie gesagt, dieser Bauradius ist auch viel zu klein, finde ich jedenfalls. Für das, was man alles aufbauen will. Da ist gut, es gibt ja die Möglichkeit, mehrere Basen zu bauen, aber trotzdem. Man muss ja trotzdem eine Basis haben, wo man im Grunde alles hat. Sonst hat man eine ständige Ressourcenschlepperei, wenn man das irgendwie alles aufteilt. Deswegen, das wäre schon cool, wenn man das hier auch irgendwie vergrößern könnte, noch den Radius. Wenn man über die Zeit, wenn man die Palbox aufhält, dass man irgendwann den Radius vergrößern könnte.
So, okay, 6 Betten haben wir auf der Seite. Machen wir das gleiche hier drüben. Teppiche rein und Betten rein. So, auch wieder ungefähr so einigermaßen gerade hier ausrichten. Zack. So, sieht doch ganz gut aus. Da richten wir lieber an der Wand aus, hier an beiden Wänden. Einmal hinten, einmal auf der Seite. So. Ja, eins. Zwei. Drei. Nicht reinfliegen jetzt. Na, natürlich fliegen sie rein. So. Okay, super. Und dann da jetzt auch Betten drauf. Dann sieht das doch schon mal soweit gar nicht schlecht aus. Halt, hier waren die Betten. Infrastruktur. So. Eins hier. Hoffentlich haben wir noch Material überhaupt. Und so. Sehr schön. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig gemütlich aus. Kriegt man Bock, sich selber drauf zu flezen. So ein riesen Paarbett. Nun, wir haben ja jetzt auch das gemütliche Bett für uns selber gelernt. Können wir uns dann auch mal aufbauen. Dass wir nicht mehr auf dem miesen Bett schlafen müssen. Sehr schön. So, nächste Ladung. Hallo? Achso, die wollen alle dahin. Na gut, dann machen wir hier weiter. Auch okay. Oh, wir haben die Mission. Wir können unsere Palbox sogar noch jetzt einmal verbessern. Stell dir mal vor, es bringt jetzt eine Verbesserung für den Radius. Wäre so gut, wenn es das schon gibt. Und ich weiß es nur halt noch nicht. Weil mehr Pals können wir nicht kriegen in unserer Box. Wir haben 15 Pals. Mal gucken. Was können wir denn, was kriegen wir denn? Wir können es auf jeden Fall nochmal verbessern, oder? Ja. Ach so. Nee, das haben wir jetzt schon, oder? 15 von 15 Pals haben wir doch schon. Und ich glaube, wir können auch schon 3 Betten bauen. Oder können wir jetzt erst, ab jetzt erst 3 Pal-Boxen bauen? Ich dachte, wir konnten schon die ganze Zeit 3 Pal-Boxen bauen. Ah, das war aber auch vor dem Update. Vielleicht haben sie es nochmal geändert. Vielleicht konnten wir vor dem, hat sich es nochmal geändert mit den Voraussetzungen für eine dritte Pal-Box. So. Ja, fliegt noch einmal quer durchs Bild. Ist super. Und dann Palbett 1. Keine Nägel mehr. Ich muss sagen, kann ich nicht setzen. Keine Nägel mehr. So. Hätten wir eigentlich sogar noch ein bisschen enger zusammenquetschen können, ne? Wobei die müssen dazwischen ja auch durchlaufen können. Die rennen ja auch über die Betten rüber, dann ist egal. Passt aber so. Okay, keine Nägel mehr, aber sonst sieht es ganz gut aus. Schon mal. Und hier kriegen wir jetzt bestimmt ein paar Nägel raus, wenn wir da ein paar Palbetten abreißen, oder? So, das könnte auch schon wieder für noch eins hier vorne reichen. Sind wir noch auf der gleichen Höhe so ungefähr? Ja, sind wir. So, bis hier. Zack. Okay, da fehlt wieder ein Nagel. Mann! So, noch ein Palbett weg hier hinten. Gleichmäßig ausrichten hier. Zack. Passt. Sehr schön. 12 große, übergemütliche Palbetten. Haben wahrscheinlich unseren gesamten Vorrat an besseren Stoff verbraucht. Und Nägel haben wir ja schon gesehen. Die haben sie auf jeden Fall verbraucht. Unseren Vorrat an Nägeln. Alle fleißig mit draufhämmern. Guck mal, wo ist der Dritte? Der muss erstmal futtern, alles klar. Wo ist er mal? Hilft nur kein Dritter mehr. Kurze Essenspause. Muss auch mal drin sein. So. Sehr schön. Palbetten stehen. Hm.
ich weiß auch nicht. Irgendwie jetzt, wo ich das so komplett sehe, weiß ich gar nicht mehr, ob mir das wirklich so gut gefällt, muss ich gerade mal sagen. Weil die wirken irgendwie fast zu massiv für unser Gebäude hier jetzt, ne? Tatsächlich. Die sind schon echt riesig, die riesigen Palbetten. Oder beziehungsweise die sollten nicht große Palbetten, die sollten riesige Palbetten heißen. Und vor allem, weil es eben nur 12 Stück sind, ne? Weil wir nicht mal 15 Stück jetzt unterkriegen hier von den Palbetten. Wenn ich jetzt sage, wir reißen alles wieder ab und bauen es nochmal neu, dann schaltet der Letzte, der noch da ist, ab. Die Letzten, die noch durchgehalten haben beim Zuschauen, die schalten dann auch noch ab. Aber ich weiß nicht, ob ich damit so endgültig zufrieden bin, Leute. Ganz ehrlich. Ich habe ja zwischendurch schon überlegt gehabt, also bevor ich die Folge angefangen habe, das ganze Haus nochmal abzureißen und neu zu bauen. Aber das wäre eine Mammutaufgabe, vor allem die ganzen Materialien nochmal wieder rumzuschleppen dann wieder, weil die ganzen Kisten müssten ja versetzt werden, alles müsste versetzt werden. Im Grunde müsste alles, was oben ist, komplett abgerissen werden. Dann, das wäre schon ein bisschen viel des Guten. Aber ich weiß eben nicht, ob ich so damit zufrieden bin, wie das jetzt aussieht. Weil das wirkt echt ein bisschen gequetscht alles jetzt hier vorne. Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen Deko, vielleicht sieht das dann noch ein bisschen gemütlicher aus, hier ein bisschen besser. Können wir hier nicht irgendwie noch so einen kleinen Tisch haben wir nicht, der frei ist. Dann können wir die nur auf den Boden stellen hier. Wir stellen so eine hier hin. Obwohl die andere finde ich schöner. Nehmen wir lieber die. Steht die eben einfach auf dem Boden, macht auch nichts. So. So, und hier kann auch noch eine stehen in der Ecke, da drüben auch am Fenster. Und dann vielleicht noch ein bisschen Beleuchtung hier wieder hin, irgendwie ein paar Fackeln oder so. Ich weiß trotzdem nicht, Leute, ich bin nicht sicher, ob das so bleibt. Ihr kennt mich, aber die ihr mich kennt, auf jeden Fall, ihr wisst, gelegentlich wird auch nochmal alles, was steht und schon aufgebaut wurde, abgerissen, um nochmal alles neu zu machen. Zumindest das hier. Ich bin halt mit dem Bereich jetzt irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin nicht so 100% überzeugt. Ich weiß nicht. Vielleicht bleibt es so, vielleicht wird es nochmal geändert. Aber jetzt für den Moment bleibt es erstmal so stehen. Also jetzt diese Folge wird da nichts mehr umgebaut. Es bleibt jetzt erstmal so. Ja. Das bleibt erstmal so. Und hier hinten kommen dann die Fließbänder rein. Können wir auch gleich mal gucken, wie das dann aufgehen würde, wenn wir jetzt hier dieses riesen Fließband reinquetschen. Ah, keine Nägel mehr. Okay, können wir nicht mal gucken, wie es aussieht. Müssen wir erstmal Nägel herstellen. Komm mal her hier. Und da wir jetzt keine anderen Fließbänder haben, müssen wir die Nägel erstmal kurz hier herstellen. Komm, Metallbarren haben wir ja ein bisschen was. Hau mal ein paar Nägel durch. Wie viel fehlten uns denn eben gerade? 10, 15 Stück oder so? Machen wir die erstmal kurz fertig. Den Rest können unsere Pals dann machen hier. Zack, gib mal her. Reicht das schon? Ne, zwei mehr brauchen wir noch. So, jetzt reicht's. Wenn wir das jetzt hier... Auf jeden Fall mit den Armen zur Wandseite hin. Das heißt, eins könnte zum Beispiel hier so rumstehen, ne?
Dann ein zweites gegenüber auf der anderen Seite eben so rum. Und dann haben wir in der Mitte noch genug Platz, dass einfach eins auch nochmal so stehen kann. Können wir uns da oben draufstellen, ohne uns zu verbrennen, ja. Puh, das ragt aber auch schon wieder weit hier rein, ne? Das gefällt mir auch nicht, Leute. Diese riesen Fließbänder im Haus, das ist einfach nichts. Vor allem, weil die hier wirklich anreichen, die bis an die Feuerstelle hier ran in der Mitte und hier drüben bis auf die Ecke hier, bis halb rein in den Bereich hier. Das sieht einfach nicht aus. Das sieht einfach nicht aus. Wenn wir die nicht unbedingt brauchen würden für die besseren Sphären und die besseren Waffen, würde ich sagen, wir bauen die blöden Dinger gar nicht. Weil die einfach hässlich sind. Die normalen Fließbänder waren auch schon hässlich, aber ne, die sehen sogar eigentlich besser aus und nicht so hässlich verrostet, aber dafür sind sie zu riesig. Oder wir lagern die ganz aus und schmeißen die irgendwo hinters Haus. Hier. Eins irgendwie hier hin. Eins auf der anderen. Geht ja auch nicht. Da stehen die Bäume im Weg und da sind unsere... Die Dinger. Und eine extra Basis macht keinen Sinn, weil wir haben alle Ressourcen hier. Dann jedes Mal Ressourcen hin und her zu schleppen. Die Fließbänder müssen ja an unserer Hauptbase stehen. Damit produzieren wir einfach alles. Das ist ein Mist. Das gefällt mir so auf jeden Fall nicht. Das gefällt mir nicht, dass die hier im Haus drin stehen. Jedenfalls nicht so. Da hätte man den ganzen Bereich größer machen müssen. Keine Zwischenwand hier drin oder so. Ja, wir könnten das Haus nach hinten ja auch noch mal erweitern. Um eine Fundamentreihe. Da müsste man nicht mal irgendwas umbauen. Da könnte alles genauso bleiben, wie es ist. Wir müssten einfach eine Reihe Fundament hier ransetzen und nochmal vergrößern nach hinten raus. Schwierig. Ist schwierig, Leute. Heute ist ein bisschen schwierig, wie das mit... Also das gefällt mir alles so nicht, auf jeden Fall mit dem Bauen hier. Das ist so nix. Also nicht mit dem Bauen im Spiel allgemein, sondern so wie wir es hier halt, ne, wie es ist. Das ist einfach nix. Das gefällt mir nicht. Da müssen wir überlegen, Leute. Da werde ich mir was überlegen, wie wir das anders machen. Vielleicht wird wirklich tatsächlich nochmal ein kompletter Neubau kommen. Oder wir ziehen um. Keine, aber umziehen ist ja genauso schlimm. Da müssen wir die Materialien noch weiter schleppen. So hätten wir wenigstens alles zum Umbauen immer noch hier vor Ort an Material in den Kisten. Und könnten direkt loslegen. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Wir müssen gucken. Da muss ich überlegen. Aber so wie es jetzt ist, kann es, das bleibt so nicht. Das gefällt mir auf jeden Fall so nicht. Das wirkt hier vorne zu voll gequetscht. Und dadurch zu ungemütlich, auch dass es nicht so richtig geschlossen ist. Der Bereich, wo die schlafen sollen, oder zumindest vernünftig so ein bisschen mit Wänden zu ist. So wie es da hinten halt war, dass wir wenigstens Wände bis vor die Palbetten komplett hatten. Nee. Nee. Und die Fließbänder hier, das passt mir so auch nicht, dass die im Haus rumstehen dann irgendwie so. Da wird ein größerer Umbau fällig. Vielleicht sehen wir uns nächste Folge auch wieder... Einfach nur mit einem leeren Fundament und fangen nochmal komplett neu an, das richtig hochzuziehen, unser Haus. Mal sehen, ihr Lieben. Kann dann ein, zwei Tage Vorbereitung aber brauchen, offscreen, weil das ist dann wirklich viel Schlepperei hier, wenn ich das mache. Jetzt ist es erstmal so, wie es ist. Haben wir heute gemütlichen Tag gemacht, hier ein bisschen rumprobiert, rumgewerkelt. Erst mal was gebaut, ob so bleibt, ich bin skeptisch. Sehen wir dann. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.